Kylie Jenner findet nach der Geburt ihres Sohnes Wolf ehrliche Worte. Für sie ist es nicht immer einfach. Vor einigen Wochen kommt das zweite Kind der Reality-TV-Beauty zur Welt. Zusammen mit Partner Travis Scott kann die 24-jährige Sohnemann Wolf auf der Welt willkommen heißen. Seitdem ist Kylie im absoluten Babyglück und genießt diese Kennenlernphase mit ihrem Baby und Töchterchen Stormy in vollen Zügen. Doch nun überrascht die Unternehmerin ihre Fans mit einem ziemlich offenen Einblick in ihre Zeit nach der Entbindung. Denn gerade in der ersten Phase als frischgebackene Zweifachmama hat es Kylie nicht immer leicht. I just want to say to my postpartum moms that postpartum has not been easy. It's not been easy. It's very hard. This experience for me personally has been a little harder than with my daughter. Vor allem hat die brünette Schönheit mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen. It's not easy mentally. Physically, spiritually, it's just crazy. And yeah, I didn't want to just get back to life without saying that, because we can go on the internet and it might look a lot easier for other people and like put the pressure on us. Kylie will ihren Followern, die gerade auch etwas am struggeln sind, Mut machen. Denn auch ihr geht es nicht immer gut. Dennoch betont die Keeping Up with the Kardashians Beauty, dass das auch vollkommen normal ist. And it's okay not to be okay. Once I realized that, I was putting some pressure on myself and I just keep reminding myself I made a whole human, beautiful, healthy boy, and we have to stop putting pressure on ourselves to be back, not even physically, just mentally. After birth, so yeah. Dass sich Kylie nicht stressen lässt, betont auch erst kürzlich ein Insider. Kylie hat den ersten Monat mit ihrem Baby in vollen Zügen genossen und sich nicht zu sehr auf andere Dinge konzentriert. Sie genießt die Zeit, in der sie mit Wolf zusammen ist und sich an ihre neue vierköpfige Familie gewöhnt, verrät die Quelle. Vor allem mit dem Training will es die Make-up-Mogulin wieder langsam angehen. Als Karrierefrau will Kylie aber natürlich auch so früh wie möglich wieder ihrem Job nachgehen. Ihre Kinder sollen dabei aber nicht zu kurz kommen. Vor allem für ihr Baby gibt sie bereits 1 Million US-Dollar aus. Unter anderem für Kindermädchen, Fahrer, speziell ausgebildete Säuglingsschwestern und eine Masseurin. Sie ist zwar eine extrem zupackende Mutter, aber auch eine vielbeschäftigte Karrierefrau, die ein Imperium aufbaut. Wenn sie also arbeitet, will sie sicher sein, dass sich das beste Team um ihre Kinder kümmert, erzählt kürzlich ein Informant. Gar nicht so leicht, all das unter einen Hut zu bekommen. Mit viel Unterstützung schafft es Kylie, aber mit Bravour.